Die Stunde schlägt wieder Giga Gameplay. Wir stellen heute einen Weltrekord auf, nämlich wir wollen die meisten Ihr seid doch schwul Kommentare bei YouTube einfahren, denn wir sprechen heute über unsere Gefühle. Wir spielen nämlich Journey. Genau, wir wollten erst ein dreistündiges Giga-Live-Gameplay dazu machen, haben dann aber festgestellt, das Spiel ist nur 2 Stunden lang. 2 Stunden, die sich unglaublich lohnen, kann ich euch schon mal an dieser Stelle sagen. Wer sowieso vorhat, das Spiel zu spielen und weiß, worum es geht, der sollte sich das hier auf keinen Fall angucken. Wer noch überzeugt werden muss, dafür ist dieses Giga-Gameplay da. Vielleicht lassen wir erstmal die ersten Sekunden auf uns wirken. Es geht nämlich am Anfang um Sand. Hast du ein gutes Verhältnis zu Sand? Ich bin ja selber im Sand geboren. Meine Ziehväter haben mich damals in einem Bastkorb geformt aus... Geflochten. Geflochtenem, mundgeklöppelten Bastkorb aus Sand gefunden. Und so fing alles an. So fing alles an, ist eine perfekte Überleitung zu diesem Spiel. Denn dieses Spiel beginnt in diesem Moment. Ja. Ist ja von den Machern von Journey, a.k.a. That Game Company. Von Flower meinst du? Von Flower. Nein, von Journey. Das wussten ja viele nicht, dass Journey von den Journey-Machern ist. Genau. Ganz kleines Entwicklerstudio, die sich hauptsächlich oder eigentlich nur mit PSN-Download-Titeln einen Namen gemacht haben und den aber auch wirklich. Sie gehören zu den beliebtesten Download-Titeln. Flower zum Beispiel ist ein ziemlicher Erfolg gewesen. Ja. Obwohl man da nicht mehr macht, als eine Blume durch die Gegend zu pusten. Genau. So, und ich kann jetzt die Steuerung übernehmen. Jetzt kannst du die Steuerung übernehmen. Wer mag, kann das per Motion Control machen, kannst du aber auch lassen, indem du einfach den rechten Analogstick für die Kamera nimmst. Und wie man sieht, wird man völlig ohne irgendwelche Einleitung in dieses Spiel hineingeworfen. Denn darum geht's. Man muss erstmal herausfinden, worum es bei diesem Spiel überhaupt geht. Das ist ja schon mal sehr schön. Ja. Es ist eine eigens programmierte Engine. Da geht es darum, den Sand so fühlbar wie möglich zu machen. Ja, das gelingt ihnen schon mal sehr gut, muss ich sagen. Also die Spuren wirken sehr, sehr echt. Aber das hatten sie ja im Vorfeld schon gesagt. Oh, das ist auch sehr geil, wenn ich stoppe. Mhm. Sehr schön. Klasse, ne? Super, klasse gemacht. Ja, ich laufe jetzt einfach mal auf den denkbar ehesten Punkt, wo was sein könnte, nämlich da oben hin. Mhm. Ist ja, glaube ich, so ein bisschen, also ich habe wirklich, ich weiß fast nichts über das Spiel. Ich habe vorher immer nur die Trailer gesehen und soweit ich, was ich nur noch weiß, ist, dass man nichts weiß und dann irgendwann einfach nur in eine Richtung läuft und man orientiert sich als Mensch ja eigentlich immer an den optisch herausragendsten Das ist genau das, was meiner Meinung nach dieses Spiel sehr brillant macht. Es versetzt sich in deine Position und holt dich da ab, was du sozusagen wahrscheinlich am ehesten machen würdest, auch was du am ehesten fühlen würdest, denn um Gefühle geht es in diesem Spiel. Da ist jetzt zum Beispiel mein Gefühl, ach, ist das schön. Ja, mein Gefühl ist eher, wann geht's endlich los? Warum ist hier alles ihr so gelb? Ihr seid schwul. Hat schon jemand geschrieben, ihr seid schwul? Ich hoffe doch. Uiuiui, ui, ui, schön. Das macht Spaß. Ja. Das haben sie auch so drauf, so dieses, das war ja bei Flower schon so. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht, einfach diese Blüte durch die Gegend zu pusten. Mhm. Wir spielen quasi mit Internetanbindung, das heißt, das ist ein weiteres Feature dieses Spiels. Es könnte sein, dass uns ein anderer Spieler begegnet, der ebenfalls in dieser Welt unterwegs ist und ebenfalls in diesem Moment gerade versucht herauszufinden, worum es bei diesem Spiel eigentlich geht. Ich hoffe, das passiert heute auch, vielleicht, wenn wir ein bisschen Glück haben. Da oben sind so wehende Schals. Schön. Grazil und irgendwie androgyn hüpfst du da hoch. Ja, Androgynität ist ja eines meiner Hauptfeatures. Ja. So, ein kleines Herz sehe ich da? Nee. Charles ist aber gut. Wie man sieht, da tut sich was bei dir, in deinem Schal. Ja, da flattert mir gleich das Röckchen, wie du siehst. Da geht dir die Flatter. So, holt. Oh! Anmutig, wie ein Schmetterling fast, schwerelos. Und es fühlt sich auch schwerelos an, oder? Ja. Also, es fühlt sich echt klasse an. Jedes Mal, wenn man in der Nähe von diesen fliegenden Teppichen ist, kann man sich aufladen für einen Sprung. Für einen einzigen, ja. Für einen einzigen. Zum Glück häufen diese Punkte sich dann später, sodass man eigentlich immer ausgestattet ist.
Und wie man jetzt schon gesehen hat, dass, der kurze Shot hat ja sozusagen klar gemacht, da hinten dieser große Berg in der Entfernung, wo das Licht rauskommt, das scheint irgendwie so unser Ziel zu sein. Das heißt, wir bewegen uns langsam aber sicher immer darauf hinzu und erkunden dabei diese Welt und flattern anmutig wie ein Schmetterling. Ich bin ein wunderschöner Schmetterling. Wo kommt das her? Ich bin ein wunderschöner Schmetterling. Ist es nicht Schweigende Lämmer? Ich bin ein wunderschöner Schmetterling. Nee, das ist nicht das Schweigende Lämmer. Das ging anders, ja. Ach, Bugs Life war's. Ich bin drauf gekommen. Stimmt, ja. Hat auch diese schöne Szene mit der Fliegenfalle. Mhm. Mehr Charles. Prinz Charles. Oh. Und du siehst, je mehr du aufnimmst von diesen Versatzstücken, desto weiter kannst du dann irgendwann auch fliegen. Aha. Und wir sehen halt, dass es sich dabei wohl irgendwie um eine untergegangene Kultur oder sowas handelt. Oh, was war das? Ich glaube, da oben drauf könntest du was finden, aber an deiner Stelle würde ich mich jetzt geradeaus orientieren, genau in die Blickrichtung. Denn da unten warten die ersten wirklichen Aufgaben auf uns. Auch schön, wie das in Szene gesetzt ist. Also, wie das so auftaucht aus dem Nebel heraus. Ja. Ja. Dieses Gefühl von Alleinsein und die Art, wie das eingeführt wird, erinnert mich so ein bisschen an Dark Souls tatsächlich. Mhm. Also auch die Epik der Umgebung, die halt tatsächlich so aus einem Guss zu sein scheint. Ja, wo zumindest nichts erklärt wird, ne? Wo die Spielwelt erst einfach mal so ohne großartige Erklärung. Ja, genau. Das finde ich super. Ich finde es schön, wenn Spiele einen nicht immer als dumm erklären, sondern halt tatsächlich. So. Da hinten kannst du mal wieder versuchen, deinen Schal zu erweitern. Da, wo es so schön leuchtet. Das hier ist so eine Art Level-Hub. Später kann man an diese Stelle zurückkehren und die einzelnen Level nochmal erreichen. Ich nehme an, ich muss hier rüber. Du musst dich da jetzt so hinflattern. Ich habe das Spiel gestern Abend mit meiner Freundin gespielt. Die spielt überhaupt keine Videospiele. Ja. Und sie hat es durchgespielt, was ein Major Achievement ist für That Game Company, dass sie meine Freundin dazu gebracht haben, dieses Spiel zu spielen. Okay, also das war falsch. Von da drüben ran? Oder bist du nur aufgeladen? Nee, nee. Ne? Bist du nicht. Da musst du erst irgendwie nochmal so ein paar Schal, de Gaulle. Achso, also diese Aufladung gilt tatsächlich für länger, ja? Genau, die kannst du dann mitnehmen. Ach so, ich hatte das so verstanden, dass ich dann nur im Rahmen, weil wenn ich an diesem Schal. Aber geh mal jetzt rechts, weil du kannst gleich noch abkürzen. Geh mal hier hoch, da genau, da wollen wir hoch. Normalerweise geht es halt viel um Erkundung und das Auffinden von, kannst du hier erstmal weiter außen rum gehen, das Auffinden von Items und so weiter, das kürzen wir jetzt mal so ein bisschen ab, damit ihr auch was von dem Spiel zu sehen bekommt. Und wieder ist dein Schal etwas länger geworden. Aha. Du willst mir jetzt aber nicht sagen, was dieser Schal auf sich hat. Oder ist das Ziel des Spiels, einen langen Schal zu bekommen? Man kriegt irgendwann einen sehr langen Schal, der dann. Weil sonst würde ich dem Typen meine Oma empfehlen. Die strickt nämlich herrliche Schals. Ah, okay. Aha. So, jetzt tut sich was. Oh, ganz viele schöne Schals. Viele Schals heißt höher springen. Jetzt kannst du versuchen, rechts zum Beispiel noch diesen anderen Schal da aufzunehmen. Genau, indem du dich jetzt, ein Hardcore-Gamer, der du bist, als zielgenaues Luder herausstellst. Ja, zielgenaues Luder, das hat auch immer meine Freundin gesagt. Dafür hat meine Freundin 20 Versuche gebraucht. Du machst es mit einem, da ist die Welt dann sozusagen noch richtig. Jetzt musst du wieder nach oben, um einen ganz weiten Sprung zu machen. Obwohl, die bleiben ja jetzt auch bei dir, sehe ich gerade. Ein paar zumindest. Ich habe es durchgespielt und diese Schalbewegungen, die ändern sich auch immer wieder. Das heißt, die sind wie so ein Schwarm, der so eine ganz eigene Intelligenz hat. Das heißt, das ist nicht irgendwie immer gleich, sondern die haben so ein ganz absurdes Muster eigentlich. So darüber? Da links rüber. Genau, da zum Licht. Zum Licht.
Und da sehen wir im Grunde genommen, was dann in den nächsten Abschnitten häufiger mal passieren wird, nämlich, dass man diese Figuren freischaltet, indem man außen rumgeht, an diesen Stelen entlang geht, die dann aktiviert. Und dann passiert nämlich etwas. So was wie eine Vision, nennen wir es eine Vision. Ich merke auch schon, wie wir so ganz ruhig werden und du hast deine Füße, deine Schuhe ausgezogen. Meine Unterhose, auch wenn ihr es gerade nicht gesehen habt. Meine Stimme wird immer sanfter. Mein Blick. Die Tension zwischen uns wird ja, immer, ich spür's immer auch. Schwuler. Ich wollte gerade sagen, wir müssen uns noch ein bisschen Mühe geben, damit da mehr Gay-Kommentare kommen. Wir kriegen das noch hin. Nein, aber auch Männer dürfen ja Gefühle haben und die dürfen sie ausleben in ihr, auch jetzt neuerdings mit Spielen. Ich finde ja, das kann man einerseits machen mit Sachen wie Heavy Rain, ja, oder auch mal ein bisschen derberen Geschichten wie einem Bioshock oder aber auch mit solchen Spielen, wo die einen nicht mit erzählerischer Klasse überhäufen, die aber sich entdecken lassen oder die entdeckt werden wollen. Und so viel kann ich verraten, also man darf nicht zu viel verraten, aber das kann ich verraten. 2 Stunden klingt verdammt wenig, aber nach 2 Stunden hat man wirklich das Gefühl, eine sehr epische Geschichte erfahren zu haben. Du sagtest ja, du hast es ja mit dem Film verglichen. Genau, es ist halt, man kommt wie aus dem Kino und man hat danach zu dieser Figur ein ganz anderes Verhältnis, weil, also es wird kein Wort gesprochen, aber trotzdem passiert unheimlich viel. Und obwohl man die ganze Zeit eher so mit Umgebungsrätseln beschäftigt ist, wird auch eine Geschichte erzählt und das eher so im Kleinen, das sind eher so Fußnoten, die man nebenbei aufgreift, weil die Welt halt eine bestimmte Geschichte hat und weil sich vieles dann auch von alleine erklärt und so kommt man dann halt mit einem ganz bestimmten Gefühl aus diesem Spiel heraus. Man muss aber auch sagen, dass man in dieser Welt, in der es wie in Call of Duty nur um und schnelle Bilder geht, muss man wirklich auch die Geduld für so ein Spiel haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht bei jedem der Fall ist. Kann gut sein, aber bis jetzt finde ich, also das meiste erklärt sich so durch ein bisschen Experiment und man hat eigentlich immer was zu tun, weil man wird halt wie jetzt zum Beispiel in einen Abschnitt geworfen, kriegt so einen Panoramashot und weiß so ungefähr, okay, da hinten ist der Berg, wie komme ich da jetzt hin? Und so entfaltet das Spiel nach und nach eine ganz eigene Logik. Das ist PlayStation-exklusiv, oder? Genau. Okay. Das ist der einzige Nachteil an That Game Company. Die haben sich spezialisiert auf PlayStation-Spiele. Und bis jetzt fahren sie damit ganz gut. Es wäre halt schön, wenn auch andere Plattformen in den Genuss dieser Spiele kommen würden. Was kostet es? 15 Euro oder so, ne? 14,99 Dollar, glaube ich. Ich weiß gar nicht, was dann der Preis hierzulande sein wird. Na, wahrscheinlich 15 Euro. Ist das so? Ich habe die Kurse nicht im Kopf. Es ist ja meistens bei den Konsolen. Also wenn du, wenn es in Amerika heißt, die PlayStation Vita kostet 250 Dollar, kostet sie 250 Euro. So. Berühre ihn, den Schal. Ah, den muss ich auch berühren. Kannst du auch so entlang gleiten? Genau. Hui. Und hier sieht man also dieses Konstrukt, dieses Teil wird später noch eine Bedeutung bekommen, warum die darin gefangen sind und warum man sie selber sozusagen immer befreien muss. Deshalb wird später noch erklärt, ohne Worte natürlich. Ja. Ach, in dem Spiel wird nicht geredet. Man muss ja dazu sagen, wie immer bei Giga Gameplay gilt, wir haben leider keinen Ton hier im Studio. Mhm. Sonst gibt es eine Rückkopplung. Also es wird nicht gesprochen. Es wird gar nicht gesprochen. Aha. Die Artist unter den Spielen. Genau, das ist die einzige Form von Kommunikation ist eben die, wenn man andere Spieler trifft, dann hat man so ganz basale Möglichkeiten. Man kann Knöpfe drücken und dann gibt es so eine Art von Lauten oder so, die sprachähnlich sind. So wie bei uns in der Kantine, wenn Jonas und Robin beim Essen sind. Oder wenn der Magen knurrt. Hier siehst du auch schön, wie sich das mit dem Sand jetzt mit dem, also die Elemente spielen eine Rolle, ne? Also ja. Wind ist dazugekommen und jetzt plötzlich gibt es so Verwehungen. Ja. Ich würde gerne noch mehr verraten, aber das, wie gesagt, der große Reiz des Spiels besteht darin halt, das selber nach und nach zu enträtseln. So, ich würde gerne mal eine Challenge
mit dir durchziehen. Und zwar, wie viel Schalwitze, schlechte schale Wortwitze schaffen wir es, mit dem Wort Schal zu kreieren? Schal, einer war gerade schon, schale Wortwitze. Schale Wortwitze, ich hatte ja Charles de Gaulle vorgelegt, ne? Ja. Oder das berühmte Volkslied Schalalala, lalalalala. Hier sind neue Teppiche hinzugekommen, wie du sehen kannst. Keine Schals, sondern Teppiche. Oder Schala, Hetschala, ne, 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 ne. Ja, ich bin dagegen gefahren. Das hier ist einfach nur pure awesome, wie ich finde. Das ist das vierte Level. So beginnt das vierte Level. In der Zwischenzeit hat man so ein paar neue Spielmechaniken dazu bekommen. Das heißt, diese Freunde hier zum Beispiel begleiten dich und die laden dich auch auf, wenn du in der Luft bist. Sodass du halt im Grunde genommen viel mehr schweben kannst als vorher. Und jetzt kommt einer von vielen coolen Momenten, wo man einfach so ins Nichts fällt. Was ist denn das für eine Sand? Warum glitzert denn der so? Die Sonne hat sich geändert. Das heißt, das Licht reflektiert irgendwie anders. Und diese kleinen Teppichfreunde hier, die helfen dir natürlich auch dabei, Levelziele zu erreichen. Ich brauche jetzt allerdings... Wahnsinn, sieht Hammer aus. Sieht geil aus, ne? Ich brauche jetzt allerdings erstmal einen Schal. Siehst du irgendwo kleine flatternde Schal de Gaulle? Na, über dir war gerade einer. Ich muss mal hier welche freilassen. Hier zum Beispiel. So. Was genau das ist, weiß man nicht, aber sie helfen einem. Das ist ein bisschen so wie Pinguine. Pinguinteppiche. Wieso Pinguinteppiche? Helfen dir Pinguine auch immer bei deiner Hausarbeit oder zur Arbeit zu kommen? Ja, so ist es. Mein Freund Flipper ist da ziemlich clever, was das angeht. Der einzige Delfin-Pinguin der Welt, Flipper. Aber den haben wir auch. So, das werden immer mehr. Das heißt, wir können auch, wenn wir es richtig anstellen, höher springen. Ja, zum Beispiel kann ich hier mal aufladen. Okay. Jetzt haben wir schon mal eine ganze Menge freigelassen. Und es tut sich was. Jetzt kommt da, jetzt öffnest du ein Teppichgeschäft mitten in der Wüste. Genau. Die sind von einem bösen Teppichhändler im Grunde genommen gefangen genommen worden und... Jetzt kommt Nathan Drake und will eine Ladung kaufen und du sagst, nee, ist nicht, weil ich bin scheiße drauf und dann ist das Spiel vorbei und das Gear Gameplay auch. Wie du das immer enträtselst. Ja, ich weiß. Das ist so eine gewisse angeborene Awesomeness. Ich tu mal nicht, genießt derweil den Ausblick. Sag mal, also wirklich Hammer. Also man merkt, das Spiel ist ja lange in Entwicklung gewesen, dafür, dass es 2 Stunden alt ist. Ja. Angekündigt wurde es, glaube ich, auf der E3 2010, glaube ich. Also es ist zumindest 2 Jahre, ist das schon durch die ganzen Messen. Man merkt aber, dass sie viel Zeit darauf verwendet haben, dass dieses Spiel, also dieser Sand, der Wahnsinn, die Sonne, der Wahnsinn, auch dieses... Spiel mit der Luft, wie sieht, also selbst die Luft scheint greifbar zu sein. Also ich würde sagen, das sind Bilder, die man halt in einem Spiel noch nicht gesehen hat. Die haben sich so viele Gedanken darum gemacht, wie man bestimmte Weltaspekte halt darstellt. Ja. Also das Glitzern, und man fühlt das ja richtig. Wie Wahnsinn ist das? Ist es. Und wie gesagt, diese kleinen Freunde hier können dich auch immer wieder aufladen und deswegen bist du dann in der Lage, hohe Sprünge zu machen, schneller zu sein. Da wäre ich jetzt auch gern. Aber ich habe ja jetzt 2 Wochen Urlaub. Du hast 2 Wochen Urlaub, ja. Vielleicht nimmst du dieses Spiel einfach mit und spielst einfach 15 Mal Journey. Nein, ich fahre einfach irgendwo hin, wo auch so viel Sand liegt. Und dann verbrenne ich in der Wüste. So, pass auf, jetzt kommt nochmal ein sehr schöner Moment. Wow. Sauber. Isn't it a beauty? Genau. Also falls wir dieses Jahr den Artwork Award wieder vergeben am Ende des Jahres, gewinnt Dark Souls! Nee, das hier. Jetzt schon.
Jetzt schon, hat jetzt schon gewonnen. Ja, mein Spielejahr ist auch gerade sehr viel besser geworden, seitdem ich dieses Spiel gespielt habe. Fängt auch generell stark an, wie ich finde. Asura's Wrath war jetzt ein kleines Highlight für mich. Das hier ist ein Titel, den ich auf jeden Fall noch spielen muss, wenn ich das so sehe. Das hat was hier von ewig. Gold. Wie sieht es aus, wenn ich zu Hause meinen Geldspeicher öffne? So, und jetzt passiert Folgendes. Jetzt kommt ein neues Gefühl hinzu, nämlich ein bisschen Angst, weil jetzt wird es quasi, also ich will nicht zu viel verraten, aber jetzt kommen auch sowas was in der Art wie ein Gegner ins Spiel und man kommt in dunklere Gefilde und genau an dieser Stelle möchte ich jetzt abbrechen. Ich hoffe, wir haben euch neugierig genug gemacht, um zu gucken, wie es weitergeht bei Journey. Ein Spiel, was ich für meinen Teil absolut bedingungslos empfehlen kann. Jeder, der auf der Suche ist nach deine Freundin auch was Neuem, denn das ist es. Es kann man mit keinem anderen Spiel vergleichen. Es ist ein Genre, das es nicht gibt. Das hat Journey einfach mal eben aus der Taufe gehoben. Von mir, 2 Thumbs Up. Two Thumbs. Ich gebe noch einen dritten dazu, weil für den zweiten müsste ich es erstmal selber spielen, aber es sieht unglaublich aus. Eines dieser wenigen Spiele, denen man wirklich in jeder Pore ansieht, so diese Leidenschaft am Spieldesign und aber auch die gängigen Spielestrukturen aufbrechen zu wollen. Das finde ich super. Mehr davon. Auf Wiedersehen. Tschüss.